Die Seattle Sounders sind aktuell in der MLS pflichtspielmäßig unterwegs, doch in der Vorbereitungsphase des BVB konnten sie sich mal eine Donnerstagnacht bzw. für sie einen Mittwochabend freischaufeln. Der BVB nach dem 10:0 Erfolg gegen Schweinberg hier mit dem ersten richtigen Gegner bei allem Respekt. Hier waren sie dann erstmal früh in Rückstand durch Victor Rodriguez, der in der 7. Spielminute die Seattle Sounders, die eben komplett eingespielt sind, in Führung bringen konnte. Der BVB ja auch mit einigen Neuzugängen, daher alles noch zu verkraften. Dann gab es auch die erste Möglichkeit für die Schwarz-Gelben, heute eher in ziemlich schwarz auftreten. Mario Götze legt sich den Ball selbst hoch, versucht es dann artistisch, das ist gar nicht mal so schlecht, aber auch nicht wirklich gefährlich. Insbesondere Maximilian Philipp konnte vierfach treffen und damit sehr überzeugen beim Spiel gegen den FC Schweinberg. Und hier rückt er wieder in den Fokus. In der 15. Minute macht er den Ausgleich, der mittlerweile auch absolut verdient war. Schön durchgespielt, schnell in die Spitze und aus knapp 17 Metern ist dann relativ wenig zu halten. Und der BVB kam jetzt richtig gut rein. Piszczek, Julian Weigel, Maximilian Philipp hat die Übersicht, da ist Götze nochmal, Philipp auf Götze. Schöner angeschnittener Schuss, der dann am Ende aber nicht den Weg ins Tor findet, weil der sich so ein Stück weit aus dem Tor rausdreht. Keeper frei, war nicht mehr dran. Aber kurz vor der Pause kam nochmal der BVB gefährlich nach vorne. Mario Götze schickt Marius Wolf. Schöne Flanke und Julian Weigel ist durchgelaufen. Von der 6er Position nach vorne durchgedrungen. 41. Minute. Das Spiel war gedreht. 2:1 für den BVB. Und damit stand auch die absolut verdiente Halbzeitführung an der Anzeigentafel. Eben er, Julian Weigel, hatte den 2:1 Führungstreffer erzielt. Im zweiten Durchgang war dann der BVB erstmal auf die Defensive fokussiert und sie standen da wirklich sehr kompakt. Das ist Lodeiro mal mit der Flanke, dann ist aber Diallo da, passt gut auf und dann kann die Szene über Raschel geklärt werden. Nach vorne erwartete man sich im zweiten Durchgang etwas mehr noch vom BVB, aber weiterhin zogen sie sich erstmal zurück und wollten in der etwas umgestellten Fünferkette gefährliche Aktion verhindern. Hier ist es Lodeiro, der dann mal zum Abschluss kommt, aber Marvin Hitz konnte hier ohne Probleme den Ball sogar festhalten. In der Schlussphase wurde der BVB dann nochmal spielerisch nach vorne richtig ansehnlich aktiv. Wolf zu Piszczek und dann ist frei da. Kommt gut raus, aber das ist stark gespielt hier, dieser One-Touch-Fußball. Dann etwas zu steil von Wolf auf den Polen, der dann nur den Fuß von frei treffen kann. Nochmal der BVB, wir sind schon in der Schlussminute. Weigel, Mario Götze, Raschel steckt zu Julian Weigel. Aber der Ball verfehlte dann den Kasten um einen Meter. Alles in allem eine zufriedenstellende Leistung und ein verdienter Sieg für den BVB. Das 2:1 gegen die eingespielten Seattle Sounders kann man auf jeden Fall gut nutzen, um die weitere Vorbereitung anzugehen.